Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Kifus Kochstudio. Und heute gibt es etwas Leckeres. Heute gibt es nämlich, ihr werdet es kaum glauben, Rosenkohl, Spätzle, Rosenkohl mit Spätzle und Kassler. Auflauf. Jo, so. Erstmal habe ich hier 8462 Kilogramm Rosenkohl geschält. Dann habe ich 29.368.462 Nudeln zurechtgebrochen. Der Kassler ist im Ofen. Ja, das machen wir jetzt mal gleich so, den Anfang. Erstmal müssen wir das Rosenkohl jetzt kochen. Dazu nehmen wir einen Topf. Machen da Wasser rein. Und dann machen wir hier Temperatur. Auf volle Lotte, ne? Volle Lotte. Und dann, ja, erstmal warten, bis die Scheiße kocht. 10 Minuten muss dann der Rosenkohl kochen. It is true of the world. Thank you. Der Kassler wird in kleine Würfel geschnitten. Geschnitten. Jetzt schmeißen wir die Rosenkohl da in dieses kochende Wasser. 10 Minuten. Während die Röschen vor sich hin köcheln, schmeißen wir diese Kassler Würfel da in die Pfanne. Wir haben jetzt angebrutzelt. Ja, da brutzelt es und brät es vor sich hin, ne? So eben immer so. So, jetzt müsste man noch eine Soße herstellen und das geht folgendermaßen. Man nehme erstmal eine Schale, eine Schüssel, ne? Hier so ein Ding hier. Dann braucht man noch einen, wenn ich mal wüsste, wo er ist. Ja, komm raus, du Fotze. Moment, ich muss suchen. Ja, da liegt noch ein bisschen was drin. Egal. Wir brauchen einen Schneebesen. Und dann. Ich bin da alleine, ne? 3 Eier. Schmand. Sahne. Und Bergkäse ist nicht so mein Ding. Ich nehme hier Cheddar. 3 Eier, Junge, 3 Eier. 3 Eier, Schmand und Sahne da reinknallen. So, wie ihr seht, haben wir hier die Rosenkohl gekocht und da ist die Soße, 3 Eier, Sahne, 200 Gramm, Schmand, 200 Gramm, Kassler, 300 Gramm gebraten. Jetzt müssen die Spätzle noch kochen und dann kommt die Hochzeit. Und dann wird es ab in den Ofen gebacken. Bei 200 Grad, 30 Minuten. So, Traudel, die Kamera läuft. Jetzt wünsch doch mal allen fröhliche Weihnachten. Traudel, vielleicht ein bisschen fröhlicher und ein bisschen deutlicher. Traudel, das war noch ein bisschen undeutlich. Vielleicht noch ein bisschen besser, ja? Ach, Traudel, weißt du was? Halt einfach das Schild hoch. Traudel? Andersrum. Ich vergiss es. Leute, ich sitze gerade nichtsahnend auf dem Klo und bin am Pinkeln. Plötzlich höre ich einfach ein Plop. Ich sehe, hä, von was? Von wem kam das?
Von mir kam das nicht. Ey, ich habe gerade einfach gehört, wie mein Nachbar gekackt hat. Ich höre den auch nachts immer schnarchen. Nicht schlafen, Digga. So schnarcht der. Wirklich wie so ein Holzfäller, Digga. Das nervt mich nachts schon immer. Vor allem jetzt höre ich auch noch, wie der kackt, oder was? Hört ihr es? Ich glaube, wie so eine Irre, so eine, so die Paranoia hat. Junge, war das gerade so witzig, wie ich diesen Schnarch hier nachgemacht habe. Und dann haben wir hier noch 200 Gramm Cheddar. Zertrümmert mit einem Hexenbesen. Jetzt habe ich noch die Rosenkohlknollen mit Paprika, Salz und einer Prise Pfeffer in Knoblauchöl Marke Eigenbau angebraten. Jo, ne? Die Spätzle kochen! So, jetzt fängt hier der Schichtbetrieb an. Wie ihr seht, erste Schicht so Spätzle, ne? Und jetzt kommt dieser Apparat hier bei 200 Grad für 30 Minuten in den Backofen. Hallo, hier spricht Svetlana. Mache mit Hand 20 Euro, Lutschi 50 Euro, Russisch 70 Euro, in Wanne oder vor Klo 100 Euro. Sprechnummer nach Piep. ¿Cómo llama una gallina otra gallina? No lo sé. Und so sieht das Endergebnis aus. Und es schmeckt verdammt scheiße lecker. Guten Hunger. Ich war zu schnell, hab keinen Abstand gehalten, hab ein Stoppschild überfahren, bin an einem stehenden Schulbus vorbeigezischt, der fast in Chevy reingerauscht, hab auf der Kreuzung gehupt, hab einen Spurwechsel ohne Blinken gemacht und hab dabei eine rote Ampel überfahren, weil ich immer noch viel zu schnell war! Ist das alles? Nein.